Hallo, willkommen zu einer neuen Wochendeko. Oh, das Jahr neigt sich dem Ende. Hier ist nicht mehr viel. Und es hat heute zum ersten Mal geschneit. Wir haben so 2 cm Neuschnee, der auch immer noch liegt und wo ich aber weiß, dass er morgen schon wieder weg sein wird, weil es morgen wärmer ist und regnet. Die Busse fahren auch nicht mehr so wirklich, weil es in einigen Stadtgebieten hier nicht mehr möglich ist. Und ja, so das übliche Chaos, wenn die ersten Schneeflocken runterkommen. Ja, weil es geschneit hat, der Stuhl knatscht, habe ich mir, wo ist es denn hin, überlegt, dieses Tape hier zu verwenden, einfach um das mal festzuhalten, dass es geschneit hat. Und dann bleiben wir auch im Blauen. Ich habe mir hier so ein paar Sachen rausgelegt, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich die überall benutze, wobei der sehr türkis ist, genauso wie diese Schrift, da muss ich mal gucken. Und vielleicht irgend so ein Mädel, was farblich so in die Richtung geht, die ist die einzige, die noch so ein bisschen Winter aussieht. Mal schauen. Ja, mal gucken. Und das wird die vorletzte, ja doch, vorletzte Wochendeko, glaube ich, sein in dieser Art, weil ich mir fürs nächste Jahr was anderes überlegt habe. Es wird nicht mehr jede Woche ein Video geben, weil ich so ein bisschen merke, dass ich so ein bisschen die Muße und Lust, ja nicht Lust, aber wenn die Woche voll ist, habe ich einfach keinen Gedanken für die ganzen Dekos und weiß nicht, dann ist es nicht so ein Gefühl, ich mache jetzt gern das Video, sondern ich muss ein Video machen. Deswegen kommt ab quasi Ende des Monats und dann für das Jahr immer nur einmal im Monat ein Video. Und zwar keine Wochendeko, sondern eine Vorschau auf den nächsten Monat. Und dazu zeige ich euch mal eben Folgendes. Ich werde noch nichts spoilern, aber damit ihr wisst, worum es geht. Ich habe für nächstes Jahr so Blanko-Kalendereinlagen, die immer mit ein oder zwei Seiten, der Januar fängt halt nur mit einer Seite an, so einer Notiz- und Gedankenseite anfangen, die ich mir dann entsprechend dekoriere. Dann habe ich eine Monatsübersicht, ja, man sieht alles. Und dann geht das weiter halt mit den Wochen. Die sehen halt immer alle gleich aus und ich hoffe, das Ganze geht auf. Und dann werde ich euch einfach immer zum Ende des Monats oder halt Anfang des Monats euch den ganzen Monat einmal durchgehen, was ich da so dekoriert habe. So nehme ich mir da ein bisschen so den Zeitdruck raus und die Videos fallen nicht ganz weg. Mit Sicherheit kommt ab und zu vielleicht mal, wenn ich dann Lust habe, eine ganz normale Wochendeko aus dem Molden. Aber das wird sich halt ändern und nächste Woche werde ich noch eine ganz normale Wochendeko machen und dann wollte ich zum darauf auch keine Wochendeko machen, sondern einen Flip-Through durch meinen Molden. Ich glaube, der ist ein bisschen interessanter, aber dass ihr schon mal vorgewarnt seid. die Stimme geht weg. Es ist hier immer noch ein bisschen kalt. Ich habe gerade die Heizung angestellt. Wir lüften hier immer sehr viel. Aber das geht. Wo ist der Anfang? Ich glaube, da. Kleben wir mal das Tape hier drauf. Das habe ich halt auch nur als Sample. Aber so sollte es gehen. Ich folge ja einer Influencerin ist das nicht, auf Instagram einer, die in Österreich wohnt und die haben natürlich richtig, richtig viel Schnee. Da bin ich dann schon noch ein bisschen neidisch, weil das so viel ist.
Aber naja, hier freut man sich dann über 2 Zentimeter. Auch wenn die wahrscheinlich nicht so lange liegen bleiben. So, meine Finger. So, der Start steht. Ups. Ab dem 21. habe ich Urlaub. Juhu. Deswegen wollte ich mir einfach hier einen Rahmen drum kleben. Ab diesem Jahr, also dieses Jahr konnte ich jetzt noch Urlaub nehmen zwischen den Weihnachtsfeiertagen. Ab demnächst muss ich mich dann immer mit meiner Kollegin abwechseln. Wobei die dann nächstes Jahr wirklich ein verdammt gutes Weihnachten erwischt, weil wenn ihr mal geguckt habt 2019, wie das aussieht mit den Tagen zwischen den Feiertagen, dann ist das schon etwas, wo ich denke, da hätte ich auch gerne frei genommen, aber nein. Sieht man hier die Zahlen gar nicht. Das jetzt hier ein bisschen dünner machen ist auch blöd, weil das kriege ich hundertprozentig nicht gleich dünn hin. Aber ich werde einfach mal hier ein bisschen schlanker, dann muss ich gleich ein bisschen schneiden. Ein nächstes Jahr ist das, glaube ich, irgendwie, der Montag ist ein freier Tag und der Freitag. Das ist dann natürlich sehr toll, wenn man die Zwischentage frei hat und dann sich merken muss, ups, ich muss ja wieder zur Arbeit gehen. Bei uns ist es nämlich so, dass wir Weihnachten, Silvester automatisch frei haben. Brauche ich mir also keinen Urlaub nehmen, sondern das ist dann so mit drin. Na, nie wird mir nichts einreißen. Na, wo kommt das denn her? Hä? Ach so. So, ich habe jetzt die Ränder abgeschnitten und habe hier oben noch den Streifen ein bisschen dünner gemacht, indem ich einfach das Lineal drauf gehalten habe und dann mit dem Cuttermesser vorsichtig da lang gegangen bin. Das Papier auf der Rückseite ist heile geblieben. Ja, so alles im Bild. Ja. So, mal schauen. Am Montag, Sebastian der Glückliche hat schon die ganze Woche frei. Er fährt nämlich mit meinem Onkel ins Phantasialand. Ich hatte da jetzt. Wollte jetzt nicht extra hier noch einen Urlaubstag nehmen, es soll Montag auch regnen, sondern dachte mir, ich hänge den letzten Urlaubstag lieber am Freitag mit dran. Ich überlege gerade, ob ich hier so einen Aufkleber drauf mache, aber ich glaube nicht. Das ist irgendwie zu türkis, ne? Am Mittwoch habe ich Massage, am Dienstag ist soweit nichts geplant. Ich werde morgen wahrscheinlich zum Sport gehen und am Samstag machen wir Wintergrillen, sofern dass ich auch ins Wasser fällt. Ich glaube auch vielleicht den Punkt da doch hin, das Mädel da drauf und dann wird das nämlich auch mit dieser türkisen Schrift hier gut gehen. Und dann würde ich nämlich einfach auf den Samstag mir den hier hinkleben, weil wir uns da alle wiedersehen, Onkels und Tanten, wenn es nicht ausfällt. Dann passt nämlich auch das Türkise hier alles rein. Ah ja, ich habe auch noch, da müsste ich vielleicht noch irgendwas mit Silber einbringen und das ist ein bisschen sehr hart, diese Silberglitzersterne. Aber ne, vielleicht, wenn ich hier mit silberner Schrift arbeite. Ich habe hier noch diese fetten Buchstaben-Sticker. Ich habe die auch noch in bunt, aber ich glaube, da würde ich nicht das Wort Urlaub in bunt zusammenbekommen. Nee, das würde nicht klappen.
Bei ein bisschen, oh, Stuhl, mit ein bisschen Silber drin, wenn ich noch woanders Silber mit einbringe. Doch, das versuche ich mal. Mal gucken, ob ich dann aber auch überhaupt diese kitschigen Sterne damit einbringe. Also einmal der Kreis. Einfach mal hier so hin. Das Mädel mit den Brottüten. Baguette-Tüten. Nicht, dass ich dann unbedingt Baguette kaufe, aber die trägt einen Schal. Jo, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann packe ich mir mal hier dick den Urlaub dran. Ich kann auch noch ein paar silberne Punkte sonst nehmen. Wenn ich den Urlaub hier heile abkriege. Aber dass hier einigermaßen gerade ist. Das ist immer so ein Gefriemel, diese Sachen abzukriegen. Eventuell will ich auch am Freitag zum Idee. Ich weiß nicht, ob es so ist, ob ich habe diese ziemlich coolen neuen Sachen vom Paper Poetry gesehen. Den ganzen Stempeln und Punkten und ja, vielleicht. Mal gucken. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob sie die Sachen in Münster schon haben. Mal gucken. Ist zwar nur ein Mini-Urlaub, aber Urlaub. Es ist aber auch knapp hier mit Urlaub, weil das geht nur einmal, weil dieses Buchstabenset nur zweimal das U hat. Jetzt brauche ich die doch nochmal. Bin ich überhaupt im Bild? Nein, ich steche hier mit der... das war doof. Jetzt ist hinten die... der Kleber abgegangen. Da muss ich jetzt noch mal nachhelfen. So. Einmal Urlaub. Ah, das war gleich direkt relativ mittig. So. Klebt alles super. Ein bisschen weiter nach unten. Ach, ist das schon am Leuchten. Dann können hier noch nämlich ein paar silberne Punkte hin. Hoho. Ich bin gut. Dann passt auch dieser hässlich kitschige. Oder lasse ich die weg? Irgendwie ist es ein bisschen. Ich lasse die weg. Ich nehme lieber silberne Punkte. Für das Wintergrillen, sofern es stattfindet. Ist dann halt Grillen mit Glühwein. Und Würstchen. Noch ein Schaschlikspieß dazu. Ups. Ja, Massage. Habe ich mir meinen Stempel an die Seite gelegt. Und ich glaube, ich nehme wieder die Farbe. Wobei, ach, das knatscht. Eventuell. Ich glaube, ich bleibe bei dir. Einmal die Massage.
Jupp, haben wir das auch? Ja, vielleicht ja. Ich habe mir diese Sticky Notes mal wieder rausgelegt und der Stift wäre eigentlich ganz passend. Der passt dann hier zu dem Blau. Den würde ich mir noch eben einmal schnell ausschneiden und dann da unten hinkleben. Ja, packe ich mir noch irgendwas mit rein? Ich meine, ich hatte so einen kleinen Riesenrad Stempel oder auch nicht. Da ist keiner bei hier. Auch nicht. Ich hätte schwören können, dass ich irgendwas mit so einem kleinen Riesenrad habe, aber anscheinend nicht. Dann gibt es da keinen Stempel. Ja, ich glaube, mir reicht es fast so. Kann ich den noch irgendwo einbringen? Nö. Das sind übrigens so ganz dünne Post-its. Habe ich aus Düsseldorf mal, der Aufkleber gehört da nicht zu, in Düsseldorf mal geholt. Im Düsseldorf? Düsseldorf, Japanviertel, genau. Da gibt es ein paar ganz gute Shops. Ja, dann schreibe ich hier nochmal die paar Sachen rein und klebe hier noch irgendwie ein paar silberne Punkte dazu, damit wir das Silber nicht nur hier vorne haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Phantasialand doch mit PH geschrieben wird. Aber gut, wir ignorieren das jetzt einfach mal. Und ich meine, Pillarboxlet mit nur einem L. Und hier habe ich auch noch irgendwie so einen Haken hinterhergehangen, dass das aussieht wie ein M. Das habe ich jetzt mal ein bisschen versucht, durch den Sticker zu kaschieren. Ich habe keine Ahnung. Die blödesten Schreibfehler passieren ja immer, wenn man mit Stiften schreibt, die man nicht wegradieren kann. Naja, ja, so sieht's fertig aus. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht, weil ja hier dieses Türkise ist, wo habe ich ihn denn hingesteckt? Ich habe ja noch so Punkte Chaos, türkise Punkte. Dann wird der dicke türkise Punkt nicht ganz so verloren ist. Ah, oh doch, das ist ganz gut.
Das passt auch eigentlich gar nicht zu dem, aber egal. So, besser. Schlachtfeld. Ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es dann nochmal ganz normal eine Wochendeko. Dann ist schon Weihnachten vorbei. Quatsch, ist es nicht. Kurz vor Weihnachten. Da werde ich dann ein bisschen weihnachtlicher. Das ist ja auch die Weihnachtswoche schlechthin. Ja, und dann wird es einen Jahresrückblick im Malden geben, der gut gefüllt ist. Und dann gibt es nur noch einmal im Monat ein Video. Wie gesagt, aber es wird mit Sicherheit mal eine Deko im Malden kommen, wenn ich mal irgendwas Besonderes mir zurechtgelegt habe und Lust drauf habe. Ja, es schneegrieselt gerade immer noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Schnee abbekommen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.